Habt ihr auch schon alle eine Nummer gezogen? Das ist ja das Arbeitsmarkt, das ist ja komplett voll, braucht's anhocken. Schaut mir aber nicht so aus, da werden einige von euch Pension passen. Gleich wie ich. Also, das war ja damals zu Zeiten Freunde, Arbeitsbeamte, 6 Leute im Büro, einen Kaffee ausgekriegt, du warst mit alle per Du, ne? Dann hast du einen Wisch in die Hand gekriegt, verstehst? Dann bist du ausmarschiert, der Chef hat einen Stempel aufgewichst, hast mit dir für 3-4 Monate ein Geld gekriegt. Sieg hast müssen deine 500 Schilling zahlen, dann 1000 reinlegen, nicht vom Fuschgeld. Aber das ist gegangen damals, ne? Und dann will ich da reingehen, was sehe ich da draußen? Informationsplattel, das muss ich jetzt einmal lesen, bitte. Als zuständiger Sachbearbeiter wird ausschließlich, und jetzt sucht's an, der rationalisiert uns weg, ein Computer, welcher von der KPRF, Kommunistischen Partei, Russische Föderation, programmiert wurde, eingesetzt. Ja, bist denn du komplett blöd? Also, so läuft's ja wirklich nicht, ne? Und also, ich muss euch eins sagen, das hält's nicht aus. Was sind denn da so? Guten Tag. Grüß Gott. Nicht ganz. Hier spricht der Computer LAB Top Y99 WP W wie Wladimir, B wie Putin. Laut Paragraph 155 des Datenschutzgesetzes weise ich Sie darauf hin, dass dieses Gespräch und Ihre Daten aufgezeichnet werden. Ja, super! Aufzeichnen! Ein Computer, alles modernst ausgerüstet und dann aufzeichnen. Habt ihr keinen Fotoapparat oder was? Familienname? Was? Danke, Familienname, was? Ich heiß nicht. Ich heiß nicht was. Danke, Name geändert, Herr nicht was. Ich heiß nicht, nicht was. Weitere Namensänderung, Herr nicht, nicht was. Hör zu, na, pass auf, Blechtrottel, hör zu. Mach mich nicht fertig. Das Ganze ist andersherum, verstehst? Weitere Namensänderung, andersherum, Herr was nicht, nicht. Na, ich buchstabiere das noch mal, okay? Achtung, Buchstabenkorrektur, Möglichkeit, sprechen Sie jetzt. Danke, Buchstabe A wird geändert durch Buchstabe E. Name was nicht nicht wird ersetzt durch Name wes nicht nicht. Hör zu, pass auf. Ich heiße... Beruf? Blumauer. Danke, Beruf Bergbauer. Ich bin kein Bergbauer, ich heiße Blumauer. Und haben die Sie Kinder... Und die Freunde sagen zu mir, Blummi! Danke, Sie verwenden Gummi, also keine Kinder. Ich verwende kein Gummi, freilich habe ich Kinder, aber ich habe zwischendurch sicher ein Gummi, aber nicht nehmen. Aber ich Adresse? Aber meine Adresse, Bahnhofstraße 97. Danke, Adresse, Bahnhofstraße 97, Alter. Nein, das ist falsch gewesen. Also 79, wir haben einen Zollsturz gehabt, wir sind umgezogen. Danke, Alter, 79. Nein, ich bin nicht 79! Ich bin nicht 79! Verstehst? Nationalität. Grutze Türken, hörst nicht zu! Danke, Nationalität, türkisch. Erklär dir das jetzt zum letzten Mal. Ich heiße... Achtung, letzte Namenskorrekturmöglichkeit. Bitte sprechen Sie laut und deutlich jetzt. Heilige Maria, jetzt kenn ich nicht einmal meinen Namen mehr, der macht mich narrisch. Danke, Heilige Maria. Nein, ich bin nicht. Sehr geehrte Frau Heilige Maria, wes nicht nicht. Die Wirtschaft hat zurzeit keine Stelle für eine 79-jährige türkische Bergbäuerin. Schau ich aus wie eine 79-jährige Türkin! Noch nicht!
Hast nicht einen anderen Hocken für mich? Gut. Ja, also. Sehr geehrte Frau, Heilige Maria. Nein, ich bin der Blomit, hör auf mit deinem. Können Sie singen? Ja, leidlich, so wie die Conchita Cabanossi. Wie bitte? Das ist ja wurscht, oder? Dann singen wir jetzt gemeinsam. Wir sind beim Arbeitsamt schon lange wohl bekannt. Doch mit einem Schiff hat das nicht viel zu tun. Und geht nur immer hin, weil wir sehr fleißig sind. Doch mit Verlaub, jetzt braucht man nur laut. La 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 la